Da bin ich wieder. Ich kann mich nicht entscheiden, was wir jetzt als nächstes spielen. Ich hätte viel vorbereitet. Ups. Aber ich weiß nicht recht. Deswegen spielen wir jetzt einfach Pico Nico, weil ich habe absolut keine Ahnung, was das ist. Ich weiß ganz ehrlich nicht mal, woher ich das überhaupt habe. Keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich einen Key irgendwann bekommen dafür. Und das schauen wir uns jetzt einfach an. Pico Nico. Ich meine, das hat einen netten Namen. Und ich glaube, das wird von Devolver gepublished, oder? Das sehen wir gleich. Das ist ein wäre ein gutes Zeichen. Ja, genau. Devolver Digital. Hey, dann muss es cool sein. Devolver hat nur coole Spiele im Portfolio. Dieses Spiel speichert automatisch. Pico Nico. Ich drücke einen Knopf. Aber nichts passiert. Geht das schon wieder nicht mit dem Pro-Controller? Was haben wir denn heute? Lauter Spiele, die nicht mit Pro-Controller funktionieren. Dann nehme ich halt. Okay. Ach so, warte, ich soll nur... oder wie? Aha, ich nehme nur einen Controller seitlich. Das wollen die von mir. Na gut, okay. Machen wir Abenteuer. Neues Spiel. Jetzt verstehe ich. Mit einem einzelnen seitlichen Controller von mir aus. Hallo. Psst. Komm näher. Ich will dir was sagen. Stell dir vor. Gratis Geld. Das gefällt mir jetzt schon. Ja, du hast richtig gehört. Ich will dir Geld geben. Kostenlos. Gratis Geld. Ich sag dir, wie es funktioniert. Du hast wahrscheinlich viel Müll in deiner Stadt. Und der nimmt viel Platz weg. Ich schicke meinen Roboter in deine Stadt und die sammeln dann all den nutzlosen Müll. Du brauchst gar nichts zu machen. Verflixt, sie geben dir sogar noch Geld dafür. Gratis Geld! Du vertraust mir noch nicht? Na dann, vertrau diesem Kerl. Vertrau mir, es ist gratis Geld. Siehst du, wie ich gesagt habe? Das ist echt großartig. Wenn nächstes Mal einer meiner riesigen Roboter über deine Stadt fliegt, lass ihn also freundlich arbeiten. Friedlich. Oh Gott. Und ich mach dich im Handumdrehen reich. Bis dann, pass auf dich auf und denk dran. Du bist perfekt. Oh mein Gott, ist das großartig. Bestes Spiel ever. Das gefällt mir jetzt schon. Das Spiel hat jetzt schon gewonnen. Sunshine Incorporated. Eine bessere Welt wartet schon. Gratis Geld. Hauptaufgabe, wache auf. Okay. Hallo. Oh gut, du bist endlich wach. Quidismovert? Okay, ich kann meine Beine einziehen. Aber kann ich auch springen? Ja, kann ich auch. Na dann. Prima. Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Du hast lange geschlafen. Ich glaube, es wird Zeit für ein bisschen frische Luft. Wer bist du nochmal? Ich bin ein Geist. Na dann. Ich schätze mal, das ist nicht gut, oder? Doch, ich kann einfach durch. Oh, das ist ja nice. Okay, ich dachte schon, das ist tödlich. Yeah. Das hat eine lustige Physik, das Spiel. Eine lustige Bewegungsphysik. Ah, dieser große Felsen wirkt sehr stabil. Vielleicht kannst du gegen ihn treten. Aber wie denn? Ich weiß nicht, wie man treten kann. Ah, so kann ich treten.
Ja, das ist irgendwie witzig. Das ist wirklich witzig. Voll cool. Was hat das mit Gratisgeld und Riesenrobotern zu tun? Ich bin mir noch nicht sicher, aber momentan schlafen wir ja wahrscheinlich auch noch. Wachen wir erstmal auf und dann schauen wir mal. Ich bestehe jetzt auf mein Gratisgeld. Ah, Mist. Okay. Kicken wir mal die Steine. Oh, die sind robust, die Steine. Und wenn ich rolle mit Anlauf? Nee, das bringt nichts. Jetzt gerade hat es ganz gut funktioniert mit Kicken. Ja, genau. Kick die Steine. Sehr gut. Kick noch ein bisschen mehr vielleicht. Ah, passt schon. Ich denke, du bist startklar. Viel Glück da draußen. Sei vorsichtig und schick mir Postkarten. Hauptaufgabe: Finde einen Weg hinaus. Kicken wir erstmal die Tür ein. Yeah! Ich gehe jetzt mal da hoch, weil man offensichtlich geradeaus gehen soll. Das sind die miesen Tricks. Ah, wenn ich hier einen Kerzenständer hätte oder so, könnte man hier irgendwas machen. Naja, dann rollen wir wieder runter. Ja, Turbo! Kann ich das lesen? Achtung! Diese Tür nicht öffnen. Dahinter schläft die Bestie. Bin ich die Bestie? Anscheinend bin ich die Bestie. Okay, ich bin gespannt, warum ich die Bestie bin. Nimm mal die Steine mit. Wahrscheinlich, weil ich gleich mal einen Steinbruch, einen Steinschlag auslöse und sowas. Vielleicht bin ich deswegen die Bestie. Guten Morgen. Hallihallo. Wie geht's dir? Gut. Häng hier bloß ein bisschen auf dem Feld rum. Schön, dann mach mal weiter. Danke, bis demnächst. Dammit. Okay. Ich schwöre, ich habe gerade was gehört. Aus den Feldern? Ach, keine Sorge, wahrscheinlich nur die Vögel. Ich weiß nicht, es klang ziemlich forsch. Wie? Das Geräusch der Bestie, die kommt, um dich zu fressen. Mach doch keine Witze drüber. Sie könnte in den Feldern lauern und uns anspringen, wenn wir uns umdrehen. Hey, entspann dich. Niemand hat die Bestie je gesehen. Wahrscheinlich existiert sie nicht mal. Lass uns zum Dorf zurück. Die Bestie! Es ist die Bestie! Ah, tu doch was! Die Bestie ist wach! Ah! Sie sieht gar nicht bösartig aus. Ich hätte gedacht, sie wäre größer. Aber sie hat unsere Brücke zerstört. Bestie, warum bist du hier? Ich werde euch alle auffressen. Aber du scheinst kein Maul zu haben. Das ergibt keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Du siehst nicht gerade furchterregend aus. Nichts für ungut. Aber solltest du nicht mächtig und gigantisch sein? Bin ich doch. Irgendwie. Das ist sonderbar. Ich glaube, wir sollten sie befreien. Ja, sie stellt wohl keine Gefahr dar.
sieht mir nicht nach einer Bestie aus. Also gut, wir lassen dich raus. Aber du hast unsere Brücke zerstört. Hilfst du uns, sie zu reparieren, wenn wir den Käfig öffnen? Ich sehe mal, was ich tun kann. Gut, in Ordnung. Sag Bescheid, wenn unsere Brücke in Ordnung ist. Wenn du sie in Ordnung gebracht hast. Ich glaube, da war gerade ein Werbeschild von Gratisgeld-Guy, oder? Make it rain. Ich bin gespannt, was das noch mit dem wird. Wenn ich die jetzt kicke. Oh, okay, what? Oh Gott, Entschuldigung. Du bist also die Bestie, was? Du siehst ganz anders aus, als ich mir dich nach der Geschichte vorgestellt habe. Welche Geschichte denn? Die Geschichte der Bestie! Im Grunde ist das einfach ein Monster, das im Berg lebt. Sie wird seit Generationen weitergegeben und niemand kennt ihren Ursprung so genau. Mir wurde gesagt, ich soll meine Tür geschlossen halten, wenn die Bestie in der Nähe ist. Na dann. Wenn ich die Augen halb schließe, siehst du ein bisschen wie eine Bestie aus der Legende aus. Vielleicht bist du es ja doch. Geheimer Brunneneingang. Ich will mein Gratisgeld zurück, meinst du wahrscheinlich. Oder so. Aha, man kann also tauchen, wenn man die Beine einzieht. Gut zu wissen. Drei Äpfel und dann passiert hier was. Ich verstehe. Warte mal. Ach, auch gut. Ich wollte gerade sagen, wie kommen wir hier wieder raus? Aber da kommt der Eimer wieder. Schauen wir mal, wie wir die Brücke reparieren können. Ich glaube, das liegt eigentlich nicht innerhalb unserer Fähigkeiten, aber schauen wir mal. Kaputte Brücke. Können wir vielleicht den Baum umhauen? Eine Spinne. Mach das nie wieder! Okay, Entschuldigung. Aber ich habe die Brücke repariert mit einem Spinnenfaden. Mach das nie wieder. Entschuldigung, Spinne. Geh wieder in deinen Baum, komm. Kann ich nicht mehr zurückkicken. Okay. Brücke repariert. Die Bestie hat die Brücke repariert. Du hast die Brücke wirklich repariert. Du verdienst eine Entschuldigung. Wir haben dich für ein rücksichtsloses Monster gehalten. Aber du scheinst ganz in Ordnung zu sein. Danke. Du kannst gerne in unserem Dorf bleiben, solange du willst. Ich glaube, unser Maler hat Probleme mit irgendwas. Vielleicht könntest du nachsehen, was los ist. Gehe und sprich mit dem Maler. Nein, ich bin in den Brunnen gefallen. Damn it. Dankeschön. Unbekannter Eimerführer da oben. Es muss ein Geist sein. Ist nicht der erste Geist, den wir in dem Spiel treffen. Also, was soll's. Ah, oh, das wäre... Oh, warte mal. Ja, cool. Shop open. Das sieht schon ein bisschen aus wie ich. Und das die Bestie ist da drin. Warum bin ich die Bestie? Du hast mein Geschäft ruiniert. Wie bitte? Na, wie wohl. Ich habe Bestienartikel verkauft. Becher, Poster, Plüschspielzeuge. Die Leute hatten Angst und waren gleichzeitig fasziniert. Das Zeug fand reißenden Absatz. Bevor du erschienen bist, wollte ich meinen Hit Bestienlos durch die Nacht veröffentlichen. Oh Gott, das wäre super geworden. Tja, und jetzt... Hat keiner mehr Angst vor der Bestie. Dann muss ich... Was habe ich denn gemacht? Entschuldigung. Ich wollte nur meinem Ruf gerecht werden und Angst und Schrecken verbreiten mit meinen üblen Roundhouse-Kicks. Puh, damit dein Laden wieder läuft. Ich meine es doch nur gut. Ah, das ist wahrscheinlich das Haus des Malers.
Sieht so aus, oder? Mit den gelben Flecken. Ah, tatsächlich. Ah! Was? Ich habe meine Inspiration verloren. Das ist eine Katastrophe. Ich bin eine Katastrophe. Sie haben mich gebeten, ein Gesicht für die Vogelscheuche zu zeichnen. Aber nur den Vögeln gefällt es. Und das ist nicht gut. Die sollen Angst kriegen. Es ist eine Vogelscheuche. Sie sollte Vögel verscheuchen. Ich besitze nicht die Kraft. Und darüber hinaus habe ich meinen Stift verloren. Wahrscheinlich liegt er irgendwo in meinem Keller. Kannst du mal nachsehen? Gehen wir in den Keller. Und so, ich sehe den Stift. Ein roter Knopf, der Kisten droppt. Okay, und was ist, wenn ich die Kiste dahin schiebe? Ah, Mist. Ja, perfekt. Stifthut. Aber ist das schon der ganze Stift? Ja, geh und sprich mit dem Maler. Nein, ich wollte eigentlich noch zu den anderen Kisten darüber, weil ich wollte schauen, ob ich die kaputt machen kann, weil ich bin immer ein Monster. Ich muss doch Sachen zerstören. Und ich will wissen, ob da was drin ist, vielleicht. Die Physik ist so schön wacky in dem Spiel. Ich finde es irgendwie toll. Diese zielsuchenden Kicks sind toll. Na super. Nein, jetzt komme ich nicht mehr runter. Oh oh. Habe ich mich jetzt hier eingesperrt? Habe ich das Spiel kaputt gemacht? Es sieht echt so aus. Verdammt. Schauen wir mal, ob ich das noch irgendwie wegkicken kann. Hast du mal Earthbound gespielt? Klar. Könnte das nicht für ein Let's Chill passen? Ich meine, meistens ist die Musik, aber manchmal dreht es auch ziemlich durch, auch die Musik. Manchmal wird alles ein bisschen verspult, psychedelisch. Hey, ich bin irgendwie runtergekommen. Ich weiß nicht wie. Cool. Hat funktioniert. Mein Plan. Und wenn nicht, würde es als Let's Play vielleicht gut passen. Aber da muss ich so viel lesen. Aber muss ich hier auch gerade, das stimmt. Oh, du hast meinen Stift gefunden. Naja, du kannst ihn behalten. Ich bin der Aufgabe nicht gewachsen. Dies dürfte das Ende meiner Karriere sein. Ah! Weißt du, wie man ihn trägt? Den Stift tragen? Ja, tragen. Hast du etwa noch nie einen Hut getragen? Puh, hast du dein Leben in einer Höhle verbracht oder so? Gut, ich erklär's dir. Drücke die Schultertaste. Damit fährst du fort und blätterst zu dem Hut, den du tragen willst. Das ist ja eine interessante Spielmechanik. Ich bin gespannt, wie sich das auswirkt. Dann lässt du die Taste einfach los und schwupps sitzt der Hut auf deinem Kopf. Hier, ich habe eine Leinwand. Ist natürlich leer. Nun zeichne ein Gesicht für die Vogelscheuche. Ah, okay. Du wirst das zweifellos besser machen als ich. Irgendwie funktioniert das nicht, was der mir gerade als Tutorial gesagt hat. Ups. Ich erinnere mich nicht. Drück die SL-Taste. Das ist die da, ja genau. Damit fährst du fort und blätterst zu deinem Hut. Verstehe ich nicht. Ich drück die Taste, aber es passiert nichts. Einstellungen. Mist. Ich kann die Steuerung nicht verändern. Das es funktioniert nicht. Aber ich würde jetzt, warte mal. Man kann das, glaube ich, echt nicht mit dem Pro-Controller spielen, oder? Aber kann ich es nicht vielleicht wenigstens mit dem anderen von den beiden Controllern spielen? Das wäre mir echt lieber.
Bei dem anderen ist irgendwie das Steuerkreuz, der 3D-Stick so komisch platziert. Der liegt besser in der Hand. Und jetzt bin ich gespannt. Ah ja, guck, jetzt funktioniert's. Ist die kleine Taste bei dem Controller vielleicht kaputt? Komisch. Aber jetzt funktioniert's. Jetzt habe ich einen Bleistiftkopf. Was ist denn das für ein Apfelsymbol? Aber gut. Und jetzt. Ah, jetzt kann ich hier zeichnen. Okay. Malen wir mal ein Gesicht für die Vogelscheuche. Oh, man kann Farben verändern. Oh Gott, das ändert alles. Wunderschön. Fast perfekt. Muss ich nur das Innere der Augen noch ausmalen, natürlich. Damit sie sich vom Rest des Kopfes abheben. So, jetzt ist es Kunst. Wunderschön. Ich glaube, ich mache hier noch zu unten drum. So. Okay. Wow. Ich habe mich selbst übertroffen. Das hätte ich lassen sollen. Jetzt habe ich es versaut. Nein, ich habe alles gelöscht. Oh Gott. Das ist echt gemein. Warum? Naja, können wir nochmal von vorne anfangen. Gibt uns nur die Chance, alles noch besser zu machen, auch wenn es kaum möglich war. Aber ich werde auf der Basis des vorherigen Bilds alles jetzt nochmal besser machen. Und nicht die Löschtaste drücken. Ganz schlecht. So. Die Musik erinnert mich sehr an. Ich musste auch an Earthbound denken. Auch diese Abgedrehtheit, die Dialoge, schon ein bisschen. Ich finde auch. Oder auch Undertale. Auch so ein bisschen. Wenn das die Vögel nicht erschreckt, dann weiß ich es auch nicht. Ja, das neue Gesicht wird noch besser. Was habe ich mit der Farbe gleich nochmal gemacht? Die Wimpern. Genau. Das war auch das Auge. okay. Sieht es fast aus wie eine Brille. Ich glaube, ich mache eine Brille draus. So, fertig. Bestätigen. Boah! Wie hast du das gemacht? Es ist ein Meisterwerk. Mir war nicht klar, dass du so viel Talent hast. Jetzt solltest du es am Kopf der Vogelscheuche anbringen. Hier, nimm es.
Das Vogelscheuchengesicht. Ersetze das Gesicht. Aber wo ist jetzt die Vogelscheuche? Das ist jetzt die Frage. Undertale ist ja auch von Earthbound inspiriert. Genau, eben. Sind wir schon an der Vogelscheuche vorbeigekommen? Ich meine schon, oder? Ich bin mir nicht sicher. Gehen wir mal zurück über die... Nein, shit. Jetzt ist mir das wieder passiert.